dachte sie wohl, es wäre eine gute Idee, sich einfach mal Abby gegenüber so viel rauszunehmen, wie irgendwie ging. Die war recht nachsichtig, hat aber dann irgendwann nach einer Stunde, wo sie irgendwie immer wieder drangsaliert wurde und einfach nicht in Ruhe gelassen wurde von Malia, sich auch mal zu Wort gemeldet und in unserer Zeit im Tierheim hat es zwischen den beiden zweimal in Anführungszeichen geknallt. Es ist ein bisschen lauter geworden, aber ohne dass irgendwelche Löcher in Hunden gelandet wären. Meine Güte, es sind halt temperamentvolle Zicken und damit muss man halt leben. Das ist zumindest am ersten Tag passiert. Anschließend waren wir noch ein bisschen draußen. Spazieren auf neutralen Grund war das Ganze dann irgendwie schon total verändert. Die Malia war dann auf einmal klein mit Hut und hat sich total gut führen lassen. Und dann haben wir die Eindrücke des Tages erstmal sacken lassen. Und das war der erste Tag im Tierheim, also der Freitag. Und wie es mit dem Samstag weiterging, erzähle ich euch morgen.